Rächen wärmer kriechen. Heißt, Regen werden wir kriegen. Aber das ist kein Zungen. Nee. Meine Zunge ist noch nicht gebrochen. Nee, das sind echt keine guten. So, du kriegst jetzt 10 Zentner Ziegenzungen, 10 Zentner Zucker zum Zoo. Babu Böhnebüttel. Hallo Achim! Bin Achim, da, Strafsaufen. So, Dwarf Fortress heißt das Level. Oh, das ist böse. Das ist so ein Cold Mirror-Ding. Also, denke nie, du denkst, denn wenn du denkst, dann denkst du nicht, dann denkst du nur, du denkst. Denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Denke nie, du denkst, denn du denkst. Denke nie, du denkst, denn wenn du denkst, dann denkst du nicht, dann denkst du nur, du denkst, denn das Denken der Gedanken ist gedankenloses Denken. Noob! Hä? Noob! 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 Was ist das denn? Ah, scheiße! Nicht schießen! Roswitha! Sagt sie er. Stirbt instant! Roswitha! Es geht nicht! Es geht nicht! Ich habe alles versucht, was möglich ist. Es geht nicht! Eine 3. Ich habe auch versucht, Spiel zu beenden, nochmal neu gestartet, das geht ja nichts. Frage ausgehen, ja, daneben. 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 Was ist hier los? Keine Ahnung. Roswitha. Roswitha. Noob. Sorry für das Entgleisen. Sagt der Chef der Bahn nach einem Unglück. Was ist eine Muskelhypothek? Also, das ist eine Samenbank. Ist das dein Ernst? Also, ich bin für eine Samenbank. Also ich bin für eine Samenbank. Baut doch statt Moscheen lieber Samenbanken oder so. Och nee. Leute. Den Read, lol. Und was findest du? Eine Muskelhypothek. Das kann ich ja gar nicht mehr toppen. Nee. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das irgendwie was mit irgendwas. So eine Arbeit. So eine Muskelarbeit, die man halt später zurückgezahlt kriegt oder so. Keine Ahnung. Und was ist es? Es ist, bei dem teilweisen Eigenbau eines Hauses heißt die Eigenleistung, die nicht durch eine Bank finanziert werden muss, Muskelhypothek. Das ist irgendwie cool. Alkoholeinleitung. Wie viel haben die schon intus? 2 Gläser Sekt. Was sagt das jetzt über uns aus? Nun. Mathe, ich wähl dich. Okay. 10 Punkte für Gryffindor. Mit diesem Gold können wir Apple Inc. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie unser Produkt so prominent platzieren. Anbei finden Sie eine kleine Aufmerksamkeit. Das ist wegen dem Würfel. Wegen dem Würfel? Ja, du hast das doch auf deinem Telefon. Ach so. Genial einfach. Sag mal, bitte, dass er jetzt tot ist. Ach, der Laptop. Ach, der Laptop. Der Laptop. Der Top-Lappen. Der. Wie man ihn halt gar nicht treffen kann.
Ja. Wie hast du es im LP gemacht? Weißt du das noch? Gar nicht. Also ganz, ganz viel Gehalt einfach in dem Kampf. Ja. Das Fass! Rosita! Hallo, ich kann da das Ziel nicht wechseln. Ich will das Ziel wechseln! Ich will einfach nur das Ziel wechseln! Nein, Lara! Du stehst im... Du wirst getroffen! So geht das nicht! Alter Schwede, was war das denn? Dieses... Sie zieht dahin! Warum tut sie das? Da ist nichts! Sie hasst dieses Schild. Sie hasst es einfach. Man kann auch... Es hört einfach nicht mehr auf. Es hört einfach nicht mehr auf. Das geschieht dir jetzt recht, Lara. Warum gibt's eigentlich keine Schokoriegel mehr im Spiel? Sind die ausgestorben? Was soll denn das? Mal kurz um die Ecke schauen, weil sie hier gleich um selbige gebracht wird. Ja, mal kurz gucken, wie das also aussieht. Oh nee, da will ich nicht hin. Lass es mal. So, folgendes. Du bist ein Hurensohn. Hallo, Neskio. Hallo, nicht wissen. Ich weiß nichts. Ich habe alles vergessen. Wo das Geld herkam und ich habe alles vergessen. Roswitha! Was ist mit deiner scheiß Roswitha in Ruhe, ey? Dieses Spiel! Ich glaube es nicht! Ich glaube es gerade nicht! Kinder. Oh, das sind zwei. Wie sollen wir das denn packen? Da ist noch einer, oder? Nee. Oh, dachte, der Stuhl wäre noch einer. Ich glaube, wir schaffen das Level jetzt. Da ist ein Schokoriegel. Da ist ein Schokoriegel? Da ist ein Schokoriegel. Oh mein Gott! Ein angebissener, vollgerotzter Schokoriegel, aber egal. Her mit dem Teil. Jetzt nimm ihn in den Mund. Nimm ihn in den Mund! Ich mach das mal für dich. Ich dachte, wir haben sparen. Ach nee, ich dachte gerade, wir hätten mehr gehabt. Wieso sparen? Für was denn? Für später. Falls wir ihn später brauchen. Ja, aber jetzt... Hier kommen halt keine Gegner mehr. Na gut. Entschuldigung. Nein, das war Absicht. Ich wollte es schwerer machen. Ja, damit die Challenge hier mal startet. Das ist viel zu einfach, das Spiel. Und außerdem, warum spielen wir mal Spiele, die so blank poliert sind? Spielt doch mal was mit Bugs. Bunny. Nimm doch mal ein Medipack. Und in diesem Moment erinnerte ich mich an eine alte Axt, die noch irgendwo herumlag. Nimm ihn in den Mund, ich mach das mal für dich. Nun. Ihr seid gemein. Dude. Cutscene. Diese Wette ist leicht witzlos, oder? Weil irgendwann sterben wir auf jeden Fall. Ich wüsste zu gern, was die hier eingesperrt haben. Leider nicht dich. Wer hätte das gedacht? Ich muss durch die Biokuppel. Das ist ein langer Weg. Es sei denn, ich schalte den Strom ab. Ich kann mich an diese Cutscenes überhaupt nicht mehr erinnern. Jetzt los, solange der Strom abgeschaltet ist. Wie jetzt? Wird es schnell sein? Das ist ein neues Level. Ja. Also jetzt noch nicht. Wir müssen noch durch Laserbarrieren. Ach so. Ach, das ist ja nichts. Nee, wir müssen nur am Boden bleiben. Wie sie halt noch irgendein Vieh jetzt da haben und alles. Ja, der Nephilim. Der sieht aus wie ein Pavian. Der Nephilim. War das gerade David Guetta? Warum? Keine Ahnung. Random. Tschüss, Nille 8. Tschüss. Ja, sie will einfach mich. So.
Okay. Sie will nicht. Sie will nicht. Ich will nicht, dass sie nicht will. Jill Van Play, Lara redet immer mit sich selber, damit sie sich einreden kann, dass sie cool ist. Worauf genau zielst du? Dann muss ich hier drücken und dann mache ich das und ich bin so cool, Leute. Das weiß nur keiner. Ich weiß es nicht. Das Fass vielleicht irgendwie, dass das explodiert und so. So, jetzt, Ja, jetzt sollte man halt theoretisch die Rolle da entlang rollen lassen, damit sie die zerstört. Also die, Minen. Mhm. Nur leider haben wir sie vorher schon getriggert. Das heißt, wir müssen jetzt an den Minen vorbei, was aber geht. Warum fliegen die von selber weg? Ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Das neue Betriebssystem, oder? Ist das jetzt so modern? Oh weia! Angel of Bugness. Ja, als nächstes kommt das Gewächshaus, Jenani. Ich hab grad Schaden bekommen. Scheiße. Ohne den Schokoriegel wäre ich tot. Das ist doch was Gutes. Ja. Pack die Scheißwaffe. Das ist die Tür zum nächsten Level. Sobald wir die öffnen. Ist alles gut. Die geht nicht auf. Die geht nicht auf. Geht nicht. Da ist ein, Das ist nicht. Ah. Okay. Und eben wäre ich halt ohne den Schokoriegel wirklich gestorben. Ich wäre gestorben. Gestorben, der Torben. Marco, fast gestorben. Oh, ist das schön. Speichern, oh, speichern, wie speichern. Ist das schön. Oh, was haben wir lange nicht gesehen. Ist das schön. So, du spielst. Geh mit Lara nach vorne. Wo ist der Dickwanst? Da ist der Dickwanst. Oh nee, das ist. Wir dürfen danach nochmal speichern. Ja. Weil es ist eine unüberspringbare Dialog. Ich warne Sie. Keine Bewegung. Sie stecken in großen Schwierigkeiten, junge Frau. Eindringlinge überleben hier nicht lange. Beantworten Sie einfach meine Fragen. Okay? Gut. Frage 1. Wer sind Sie? Frage 2. Was haben Sie und Ihre Freunde vor? Sie dürfen auch beide Fragen gleichzeitig beantworten. Sie wissen wirklich nicht, wer die Kabal sind? Wir stehen Dankeschön. Für eine neue Weltordnung Dankeschön, auf Erden. Matterkorn. Das wusste ich ja noch gar nicht. Ignorante Sterbliche. Die Kabal. Ignorante Sterbliche. Ja, das hat mein Lehrer auch immer zu mir gesagt. Wir werden unsterblich sein. Und Sie werden jämmerlich sterben. Unsterblich? Das ist beeindruckend. Und wie wollen Sie das anstellen? Meister Eckhart wird die Nephilim auferwecken. Der Nephilim. Weil wir ihm zu diesem Triumph verholfen haben, schenkt er uns die Unsterblichkeit. Wenn ich von jedem Wahnsinnigen, der mir so etwas erzählt, einen Dollar bekäme. Ihre Ignoranz macht Nun, sie Lara. Blind. Musst du auch mal streamen. Der letzte Element für das Ritual ist längst hier im Strahov. Und das wäre? Der letzte Nephilim, der Cobiculum Nephili, der Schläfer. Sie haben richtig gehört. Er ist ein Würfel. Der letzte Überlebende einer verlorenen Rasse ist hier im Strahov. Die Nephilim sind doch nur ein Mythos. Sehen Sie, Ignoranz. Mit diesem wertvollen Exemplar kann Meister Eckhart eine neue Generation wahrer Nephilim züchten. Keine Ungeheuer, die Amok laufen wie Boas Proto-Nephilim. Sie hat für ihre Dummheit zu Recht bezahlt. Ja, das ist ziemlich unangenehm, wenn Ungeheuer frei herumlaufen, was? Ja, Lara. Sie wissen nicht, worüber sie sich lustig machen. Aber gut. Lachen Sie Er möchte doch nicht mehr mit dem Mund reden. Ist das dein Ernst? Das ist so albern. Alter. Ist das ein Blödsinn, ey. So ein Blödsinn. Safe game. Und nee, ich heiße nicht Matter. Ja, Matta ist tatsächlich eine Abkürzung. Sie heißt Matta90. Könnt ihr auch auf, wenn ihr einen Twitter-Link euch anseht.
Der Witz liegt mir auf der Zunge, seit diese scheiß Katze ihn angefangen hat. Ich darf spielen. Ich wollte gerade auf die Map gucken. Lara hat sich wieder kurz angezogen. Mhm. Da, der Brunnen in der Mitte, einer der Köpfe, ist aktivierbar. Geil. Gab's nicht in dem ersten Harry Potter Spiel auch sowas, wo irgendwelche Brunnen weggeklappt sind und so ein Scheiß? Ja, aber das war cool. Das Harry Potter Spiel war echt cool. Ja, und das... Das müssen wir eigentlich mal spielen. Welches meinst du? Das erste. Welche Version hast du gespielt? PC. Weil man muss halt wissen, diese Versionen sind fundamental unterschiedlich, auch mit dem Inhalt. Ich habe die PC-Version gespielt. Ich habe halt an meinem Geburtstag also nicht an meinem 24., sondern als ich halt noch jung war. So ein Satz sticht ins Herz. die PS1-Version gespielt und Harry Potter ist das einzige Spiel bis heute... Rechts. Ja. Das einzige Spiel bis heute, das ich halt an einem Stück durchgezogen habe, einen ganzen Tag lang. Und das war halt die PS1-Version. Ich habe da ewig für gebraucht. Ja, PS1-Version. Ach so. Die ist nicht wirklich lang. Ach Kann so. Sie ja auch nicht sein. Ach so. Aber Spyro war eigentlich, also das erste Spyro-Spiel war eigentlich auch ziemlich lang. Wie gesagt, ich saß halt 24 Stunden am Spiel. Ach so, ja gut, also so das kann sein, das dass ja ich nicht. Auch so lange gebraucht habe. Ich war nur nicht so ein Suchti wie du. Ja. Und das war voll lieb von meinen Eltern, dass sie mir es erlaubt haben. Aber es war halt mein Geburtstag. Da darf ich mich ja mal isolieren. Oh Gott, ich würde weinen, wenn ihr das tut. Ich fand die Harry Potter Gameboy-Spiele super. Also ich hätte Bock drauf, ich würde mir das mal ansehen. Ich weiß nicht, also ich weiß halt nicht, ob das noch spielbar ist, ob man das noch zum Laufen kriegt. Ich habe einen Haufen Gold mitgebracht. Agi, hallo! Agi, danke schön. Lasst uns da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Och. Wir haben nichts dagegen. Nein. Also, warum nicht? Ja, müssen wir uns auf eine Version einigen. Ich habe nichts gegen die PC-Version, ist das Einfachste. Ja. Aber wie gesagt, sie sind halt fundamental anders, echt, die Spiele. Ich kann mir vorstellen, dass die PC-Version das beste Spiel ist. Wir gucken mal, also ich würde mir erstmal ansehen, was die Unterschiede sind. Und wenn die PC-Version den meisten Content hat, dann würde ich die nehmen. Den zweiten Teil habe ich dann auch gespielt und danach nicht mehr. Gold mitgebracht. Drürgen Jeeves, ein Korn im Feldbett, der ist total brett, der spielt Tomb Raider. Ja, jetzt ist es soweit, denn dort ist Lara. Drürgen Jeeves ist ja wohl super. Drürgen Jeeves ist ab jetzt mein neuer Lieblingsmusiker. Oh ja, Kazuya, Krok kenne ich tatsächlich. Habe ich damals mit meiner Freundin gespielt, aber nicht sehr lange, weil wir nicht sehr weit gekommen sind. Mathilda Korn! Ich heiße nicht Mathilda. Aber danke. Was? Zwei Klingen, die regen sich. Du musst mit Joel ihn in Brand setzen. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, wie ich heiße Marlies. Marlies. M-A-R-L-I-E-S. Ja. Wirst den wohl töten müssen. Aber ich möchte bitte Matter genannt werden. Ja, mach du mal. Ja. Ich mach das. Mach Lies. Lies mal. Damit habe ich dich sehr gern genervt. Ach, das waren Zeiten. So, wer war bloß Drürgen Jeeves? Fragt Achim. Man weiß es nicht. Ne? Sag mal, was? Also, ich kann es gerade nicht lesen. Es kommen gerade zu viele Ads rein. Zu viele was? Zu viele Ad-Matters. Sag mal, die von gestern spenden ja schon wieder ein Vermögen. Tja. Also, folgendes. Marlies übrigens mit IE. Auf Matter gekommen. Das ist relativ einfach. Ich habe in der... Ja, fand ich auch. Auf einer Jugendfreizeit, als ich 14 war oder so, hatten die angefangen, mich Martha zu nennen, weil das wohl kürzer ist und einfacher. Und irgendwann wurde daraus dann Martha. Und seitdem heiße ich so. Also es ist halt wirklich so eine
so eine Assi-Form von Martha, wenn man so will. Martha! Und jetzt ist es ein eigener Name, weil der halt so schön kurz und einprägsam ist. Seit ich 14 bin, habe ich diesen Spitznamen. Meine beste Freundin hat mich so genannt. Und sonst eigentlich hauptsächlich im Internet und ja, du nennst mich ja auch so. Mhm. Ich habe irgendwie nie aufgehört, dich so zu nennen. Was sagt das nun aus? Wie also, heißt Marco Real? Jan, aber das ist mir zu lang, deshalb habe ich als Kurzform, nenne ich mich Marco. Das X kann man ja auch irgendwie sehen. Ja, das merken. X von Jan, das ist... Ach, ihr seid so toll. Wie wir halt heute schon wieder bei 40 Euro Spenden sind. Alter. So, die Tür wird sich Wahnsinn. Nicht öffnen. Diese Stelle finde ich übrigens sehr ästhetisch mit diesen grünen Tubes da. Ja, und wir haben leider auch sehr viel Zeit, sie uns anzusehen, weil... Jetzt wird er wieder zynisch. Ja, willst du nicht klettern? Ich habe keine andere Wahl, als zynisch zu werden.